Hallo ihr Lieben, heute mal wieder ein Buch für die Erwachsenen und zwar Bildung braucht Persönlichkeit aus dem Klett-Cotta Verlag mit 400 Seiten und für 25 Euro erhältlich. Kurz zum Inhalt. Besser lernen und lehren ist möglich, auch mit digitalen Medien. Der renommierte Hirnforscher Gerhard Roth beantwortet die wichtigsten Fragen zu den Themen Bildung, Persönlichkeit und Lernen. Wie funktionieren Lernen und Gedächtnis? Welches ist die beste und nachhaltigste Art der Wissensvermittlung? Welche Rolle spielt dabei die Persönlichkeit der Lehrenden und Lernenden? Warum sind Emotionen beim Lernen so wichtig? Kann ich Intelligenz trainieren? Und viele mehr. Genau, das mal so grob als Einstieg. Also wie gesagt, Bildung braucht Persönlichkeit, wie Lernen gelingt. Das ist die vollständig überarbeitete und erweiterte Neuauflage. Dazu gibt es hier auch die ganzen Themen wie immer unterteilt. Kann man also auch gezielt tatsächlich dahin springen. Ja, ich zeige euch einfach mal ein paar Ausschnitte. Vorneweg vielleicht, ich habe tatsächlich nicht durchgehend gelesen, also weil die Sprache ehrlich gesagt einfach nur so von Fachwörtern quoll und ich sag mal für Normalsterbliche wirklich ein wenig anspruchsvoll war. Also nichts mit Lektüre für zwischendurch, sondern hochkonzentriertes Lesen, ja durchgehen und im Nachhinein überlegen, was man eigentlich gerade gelesen hat. Also wenn ihr euch nicht ausdrücklich mit dem Thema beschäftigt und richtig tief hineintauchen und weiterbilden wollt, ist es für ein reines interessiertes, aber eher überfliegendes Lesen nicht das Richtige. Ich habe dennoch ein paar interessante Stellen mal herausgesucht. Als kleine Einführung fand ich dies zum Beispiel ganz gut. Klagen darüber, dass Schüler und Erwachsene in den bestehenden Bildungseinrichtungen zu wenig bzw. wenig brauchbares Lernen existieren, seit es Hochkulturen gibt. Das hat sich auch in der Moderne nicht geändert, in der es Schulpflicht und eine systematische staatliche Lehrerausbildung gibt, in die die Gesellschaft sehr viel Geld investieren und die in der Pädagogik, Didaktik und Lehr- und Lernforschung als etablierte akademisch-wissenschaftliche Disziplin betrieben wird. Nicht nur in Deutschland werden seit 100 Jahren regelmäßig Bildungskrisen ausgerufen, die entsprechende Schulreformbewegungen nach sich ziehen. Hierzu gehörten die Reformpädagogik an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert und die berühmte Reichsschulkonferenz im Jahre 1920, dann die in den 60er Jahren von Philosophen und Pädagogen Georg Picht ausgerufene Bildungskatastrophe, die erneut viele Maßnahmen im gesamten Bildungssystem hervorrief und unter anderem zur Einführung der Gesamtschulen führte, bis zum PISA-Schock vor rund 20 Jahren, als die internationalen Schulvergleichsstudien in den OECD-Ländern Deutschland ein sehr mäßiges Abschneiden bescheinigten. Daran hat sich seither nicht viel geändert, wenngleich zwischen den einzelnen Bundesländern starke Unterschiede bestehen. Was ich damit sagen will, ist, falls ihr euch auch aufregt, ich gehöre nämlich auch oft dazu, über ja die Schule bzw. das, was gerade in der Schule an die Kinder gelehrt wird und euch einfach oft fragt, vielleicht schon zu eurer eigenen Schulzeit, wieso überarbeitet man das nicht, wieso stellt man das nicht um, wieso gibt es dieses und jenes Fach oder die und die Thematik. Ich wollte nur damit zum Ausdruck bringen, das gab es schon immer. Und immer wieder wird wohl darauf reagiert, vielleicht nicht schnell genug, wie wir es gern hätten, aber es gibt immer wieder eben diese ja, ausgerufenen Katastrophen und dann gibt es Konferenzen und dann gibt es eben eine Reformbewegung. Ja, so ist es schon seit 100 Jahren und vermutlich wird das auch immer so sein, dass es einfach immer was dran auszusetzen gibt, denke ich. Genau, hier ein wenig über die Bedeutung frühkindlicher Einflüsse, fand ich auch sehr interessant. Viel ist darüber gestritten worden, welche Bedeutung die ersten Lebensjahre für die Entwicklung der Persönlichkeit tatsächlich haben. Während einige Psychologen und Pädagogen den frühkindlichen Erfahrungen keine besondere Bedeutung zuschreiben und von einer gleichmäßigen lebenslangen Verformbarkeit des Menschen ausgehen, ist inzwischen die Mehrheit der Überzeugung, dass die ersten 3 bis 5 Jahre und in geringerem Maße die Pubertät prägend für das spätere Leben einer Person sind, insbesondere was ihr Temperament angeht. Fest steht inzwischen, dass traumatische Ereignisse kurz vor, während und nach der Geburt, wie etwa Gewalteinwirkung, starke psychische Belastung und Drogeneinnahme bzw. massiver Alkohol- und Nikotinmissbrauch der Mutter gegen Ende der Schwangerschaft eine hohe Übereinstimmung mit späteren selbstschädigendem Verhalten einschließlich eines erhöhten Selbstmordrisikos des Individuums aufweisen. Ja, wie arg wichtig eben die frühkindlichen Einflüsse und die Bindungserfahrungen sich
eben doch auf die Entwicklung der Persönlichkeit tatsächlich ausüben. Fand ich auch sehr, sehr wichtig, wollte ich unbedingt hier einfach mal lesen. Und hier noch vielleicht eine interessante Untersuchung zum Thema Gedächtnistraining. Die Untersuchungen laufen in etwa folgendermaßen ab. In einem ersten Versuchsansatz werden Versuchspersonen in eine bestimmte positive oder negative Stimmung versetzt, beziehungsweise sie werden aufgefordert, sich in eine solche Stimmung zu versetzen. Anschließend wird neutrales Material geboten und es wird in bestimmten Zeitabständen überprüft, inwieweit sich der Erinnerungserfolg erhöht oder erniedrigt, je nachdem, ob beim Abruf dieselbe Stimmung vorliegt wie beim Erwerb oder nicht. Dies nennt man im Englischen Mood Congruent Recall. In einem zweiten Versuchsansatz wird Material geboten, das selbst emotional eingetönt ist, zum Beispiel furchterregende oder abstoßende bildliche Darstellungen. Und es wird untersucht, ob sich die Behaltensleistung gegenüber diesem Material signifikant von derjenigen gegenüber emotional neutralem Material unterscheidet, wenn die Stimmung beim Erwerb oder beim Erinnern mit der emotionalen Tönung des Materials übereinstimmt oder nicht. Im Englischen Mood-Depending Learning bzw. Recall genannt. Die Ergebnisse solcher Untersuchungen unterstützen die Alltagserfahrungen, dass Dinge umso besser erinnert werden, je deutlicher sie von emotionalen Zuständen begleitet waren. Dies trifft für das Erlernen sinnloser Silben genauso zu wie für Wortlisten, Bilder, Geschichten und persönliche Erinnerungen. Das heißt, es ist sehr wichtig, was für eine emotionale Lage man gerade oder in welche Emotionen man sich gerade befindet und dann eben dabei lernt. Das spielt eine große Rolle und wirkt sich dementsprechend auf das Lernverhalten aus. Fand ich auch sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Ja, also was ich gut fand, war am Ende jeden Thema so eine Art Zusammenfassung, um das Gelesene nochmals kompakter darzustellen und auch die Frage, welche Auswirkungen man hat, beziehungsweise was dies aussagt. Das heißt, es gibt immer am Ende jeden Kapitels so ein, was sagt uns das Ding und oder was bedeutet dies für die Schule und das Lernen etc. Das fand ich ganz gut. Die Sprache des Autors ist sehr akademisch, was ja an sich nichts zu bedeuten hätte, wenn man solche Bücher gewöhnt ist. Vielleicht für mich persönlich war es doch immer mal wieder schwierig zu folgen und zu verstehen, weshalb ich das Buch sehr lange gelesen habe und bei manchen Kapiteln wirklich blättern musste. Ich würde also, wie ich zu Beginn bereits sagte, das Buch wirklich nur an sehr interessierte bzw. Leute aus dem Bereich Bildung empfehlen. Die können sicherlich das ein oder andere daraus mitnehmen. Für solche wie mich gibt es Alternativen, die ein wenig leichter zu verstehen sind und auch super interessant sind, kann ich nur sagen. Genau, da könnt ihr gerne meine Empfehlungen mal anschauen. Habe ich auch einiges zum Thema Bildung bereits gezeigt, weil mich das Thema an sich sehr interessiert. Das Buch findet ihr wie immer in der Infobox. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch. Ja, schaut einfach gerne meine weiteren Videos an und vielen Dank euch fürs Einschalten. Mach's gut!